Und wir bleiben beim Thema. Bei uns jetzt im Studio begrüßen wir Dr. Mehran Bharati. Einen schönen guten Tag. Sie sind Exil-Iraner und Sie beraten eben auch die Opposition im Iran. Und soeben haben wir die Meldung gehört, es gibt jetzt neue Sanktionen beschlossen in Brüssel. Vorab, was glauben Sie, sind das jetzt Sanktionen, die wirklich etwas bewirken, die dem Regime wehtun, oder ist das nur ein Signal? Das ist eher ein Signal. Das wird nicht ausreichen. Wir haben schon oft darüber gesprochen, damit dieses Regime endlich die Botschaft der Welt vernimmt, müsste die Revolutionswächterarmee auf die Terrorliste gesetzt werden. Diese Armee hauptsächlich zuständig auch für die Morde, die im Iran passieren, ist Hauptentscheidungsbasis der Regierung im Iran. Insofern weiterhin die Forderung, jetzt, wenn die Iraner aufhören sollen, auch in den nächsten Tagen noch mehr Menschen hinzurichten, soll die Revolutionswächterarmee auf die Terrorliste gesetzt werden. Das hat natürlich dann Folgen, da muss sich der Weltsicherheitsrat damit befassen, weil diese Armee Frieden und Sicherheit nicht nur in der Region, sondern in der ganzen Welt gefährdet, unter anderem in Deutschland, Anschläge auf Synagogen in Deutschland durch diese Revolutionswächterarmee verursacht, befohlen. Insofern denke ich, die Signale sind gut, die reichen nicht aus. Und ich weiß nicht, was noch geschehen müsste, damit die EU die Entscheidung trifft. Wenn der Weltsicherheitsrat sich nicht damit befassen kann, dann müssten sich die EU-NATO-Länder damit befassen. Denn die Frage des Friedens und der Sicherheit in der Region, in der Welt, ist auch eine Angelegenheit, die NATO-Länder betrifft. Sie haben es gerade gesagt, wenn es zu weiteren Hinrichtungen kommt, denn die Kritik und vor allem die Angst ist ja jetzt die, dass das Mullah-Regime und der Iran nichts mehr zu verlieren haben, jetzt nicht mehr auf ihr Ansehen in der Welt achten müssen. Was kann das jetzt für die Menschen im Iran bedeuten, vor allem für diejenigen, die bereits in Haft sind und vielleicht auch schon ihr Urteil bekommen haben? Wir rechnen damit, das Regime ist so in Panik geraten. Wir rechnen damit, dass in den nächsten Tagen und Wochen sogar einige hundert politische Gefangene, junge Menschen hingerichtet werden könnten, wenn nicht ein weltweiter Widerstand dagegen gesetzt wird. Und wir haben ja die Erfahrung, in den 80er Jahren wurden innerhalb weniger Tage 5000 politische Gefangene, die normale politische Gefangene waren mit normalen Urteilen, ein Jahr, zwei Jahre oder 10 Jahre Haft. Sie wurden hintereinander innerhalb weniger Tage hingerichtet, um eine Abschreckung zu erzielen. Und jetzt ist das Regime in einer ähnlichen Situation. Und ich hoffe und wünsche und bitte die Welt, einen geeigneten Widerstand dagegen zu setzen. Abschreckung haben Sie gerade schon gesagt. Was glauben Sie denn machen oder werden diese Urteile bewirken hinsichtlich der Proteste? Werden sie verstummen oder werden die Menschen weiterhin mutig auf die Straße gehen? Ich habe heute mit einigen Verwandten derjenigen, die im Gefängnis sitzen, geredet. Die meinen, die Gefangenen haben Angst, dass sie hingerichtet werden. Aber sie haben noch mehr Angst, dass diese Revolution, die sie begonnen haben, scheitert. Insofern soll die Welt diesen Menschen, die in den Gefängnissen sitzen, deren Zahl ist an die 18.000, soll die Welt ihnen helfen, damit diese Revolution nicht scheitert. Herr Bharati, vielen herzlichen Dank. Die Welt muss also genauer hinschauen und vor allem braucht es noch weitere Sanktionen aus der Welt. Herzlichen Dank für Ihre Einblicke. Danke Ihnen.